die Räder der indischen Demokratie rollen weiter. In diesen bunten und jubilanten Szenen wetteifert ein breites Spektrum politischer Parteien um die Gunst der fast 600 Millionen starken indischen Wählerschaft. Zum 12. Mal in der 50-jährigen Geschichte der Freien und Demokratischen Republik schreitet das Land zu den Wahlen. Noch während die Millionen, die dieses Land bevölkern, ihre Stimme abgeben, um wieder einmal eine Regierung nach ihrem Geschmack zu wählen, hat sich für viele von ihnen nichts an ihrer Lage geändert. Ihre Probleme und Sorgen sind die gleichen geblieben und nach wie vor Bestandteil eines Entwurfs, der im nächsten Millennium Gestalt annehmen soll. Ein Entwurf, der die Zukunft des Landes bestimmen wird, das sich zum einen auf den Erhalt seiner alten Zivilisation konzentrieren muss und zum anderen die materiellen Voraussetzungen schaffen muss, ohne die sich wirtschaftliches Wachstum und soziale Gerechtigkeit nicht realisieren lassen. Während Indiens Bevölkerung eine neue Regierung wählt, sind die Gedanken, die man sich 50 Jahre nach der Unabhängigkeit um die Gegenwart und Zukunft dieses Landes macht, nach wie vor die gleichen. Die Liberalisierung der Wirtschaft führte in den letzten 10 Jahren zu bemerkenswerten Veränderungen. Veränderungen, die Ausdruck fanden in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ambitionen eines Teiles seiner Bevölkerung. Das Bild aber, das diese 50 Jahre alte Nation bietet, ist nach wie vor eines der krassen Gegensätze. Mit einer städtischen Elite, die Seite an Seite mit ihren mittellosen Bürgern lebt. Mit einem wohlhabenden Hinterland, das versucht, sich mit der großen Armut des anderen Teils der Landbevölkerung abzufinden. Es ist der Versuch, diese Gegensätze auszugleichen, der im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tagesordnung dieser Nation steht. Seit 50 Jahren hat sich dieses Land mit einer widersprüchlichen Wirtschaftspolitik herumzuschlagen. Die Planwirtschaft der ersten Jahre machte einer Wirtschaftsplatz, die von ihren Fesseln befreit wurde. Die wirtschaftlichen Entwicklungen der 90er Jahre führten Indien auf den Pfad eines schnellen Wirtschaftswachstums und leiteten das Zeitalter der Konsumwirtschaft ein. Ausländische Produkte und Designermarken füllten die Schaufenster, während teure Wagen und Handys zu neuen Wohlstandssymbolen einer jungen Aufsteigernation wurden und in Indiens Groß- wie Kleinstädten zu Statussymbolen. Mit der Liberalisierung begann auch ein neues Kapitel indischer Ökonomie. Ein Abwerfen ökonomischer Fesseln bedeutete aber nicht, dass mit einem Mal all die Probleme, die dieses Land plagen, verschwinden werden oder unter den Tisch gekehrt werden können. Die einzige Wirtschaftspolitik, die behaupten kann zu funktionieren, kann nur eine sein, der es gelingt, alle Bürger dieser Nation in den Genuss materiellen Wohlstands zu bringen. Und damit das zur Realität werden kann, muss es den Wirtschaftsplanern klar sein, dass Investitionen in den wichtigsten infrastrukturellen Bereichen dieses Landes höchste Priorität eingeräumt werden muss. Es werden Billionen und Billionen von Dollar gebraucht, die in die Streitkräfte, in die Luftwaffe, den Straßenbau, den Energiesektor, die Telekom, ebenso wie in die Entwicklung der Städte und in den Wohnungsbau investiert werden müssen. Das sind 6 infrastrukturelle Bereiche, für die große Investitionen benötigt werden. Die Möglichkeiten sind enorm, weil alles, was sie investieren, bekommen sie sicherlich zurück. Infrastrukturelle Investitionen werden sich auf jeden Fall rentieren.
ein Stadtviertel der gehobenen Mittelschicht in Neu-Delhi. Das ist das Büro der Firma Amsoft, einer Softwarefirma, deren Eigentümer Ajay Madhok ist und wo man zu Beginn der 90er Jahre die Software für die Olympischen Spiele von Barcelona entwickelte. Als Indien sich der Weltwirtschaft anschloss und elektronischen Commerce übernahm, versuchte es innerhalb eines Jahrzehnts das zu erreichen, wozu die Industrienationen des Westens ein ganzes Jahrhundert gebraucht hatten. Das heißt, dass man vom Zeitalter der Industrierevolution einen Riesensprung ins Zeitalter der Informationstechnologie machte. Die Softwareindustrie ist eine geistig anspruchsvolle Industrie. In Indien gibt es jede Menge von Leuten mit der Art von intellektuellem Hintergrund, der es ihnen leicht machte, in die Softwarebranche überzuwechseln. Und als das geschah, gingen wir zum Export von Software über. Es gibt wohl keinen anderen wissenschaftlichen Aspekt, der das Erwachsenwerden von einem Teil Indiens besser symbolisiert, als die große Zahl von Software-Ingenieuren, auf die dieses Land heute zurückgreifen kann. Indien ist der Technologiepartner, wenn es um Outsourcing von Projektentwicklung geht. Insbesondere aber für Softwareentwicklung. Ich kenne so gut wie keine Firmen, die Produktentwicklungen betreiben. Dafür aber jede Menge Firmen für Softwareentwicklung. Ich würde sagen, dass man bei der Wahl eines Technologiepartners heute immer stärker nach Indien blickt. Vor 10 Jahren etwa begann die Silicon Revolution in dieser Stadt, Bangalore. Infotech-Unternehmen steckten Gelder und Ideen in dieser Stadt, um sie in Indiens Software-Metropole zu verwandeln. Während Bangalore preiswerte Softwarelösungen für die USA und Europa produzierte, begannen andere Softwarezentren in dieser unternehmerischen Nation der Länge und Breite nach aus dem Boden zu springen. Was in der Softwareindustrie heute geschieht, ist, dass wir nicht länger vom Softwarezentrum Bangalore allein abhängig sind, sondern es heute auch andere Zentren gibt, die Software liefern, wie Pune, Tamil Nadu und insbesondere auch Hyderabad. Infotech Cities entstehen in Madras, sogar in Noida, nahe Delhi. Heute sind Softwareentwicklungszentren in allen Landesteilen zu finden, was für Indien nur von Vorteil sein kann. Bangalore und Secunderabad haben zwar ihr Augenmerk auf das 21. Jahrhundert gerichtet, leiden aber unter täglichen Stromausfällen, Luftverschmutzung und schlechten Straßen. Die Geschichte ist die gleiche für alle anderen größeren wie kleineren Städte des Landes. Innerhalb eines kurzen Zeitraums kam es zur Gründung von einer Vielzahl von Industrien, was zu einer Überbelastung der existierenden Infrastrukturen führte. Die Zeit war einfach zu knapp, sich diesen Veränderungen anzupassen. Der 32 Jahre alte Yadram pachtete dieses Stück Land von einem Pekela. Yadram, seine Frau und 3 Kinder zogen von einem kleinen Dorf des östlichen Uttar Pradesh hierher. 9 Monate im Jahr betreibt er Ackerbau für den Eugenbedarf, was er inzwischen seit 5 Jahren tut. Yadram ist stellvertretend für die große Zahl aus ihren Dörfern abwandernden Inder. Seit ein paar Jahrzehnten findet eine starke Abwanderung der Landbevölkerung in die städtischen Niederlassungen statt. Tausende, vertrieben durch ein Zusammenschrumpfen des Ackerlandes und Mangel an Erwerbsmöglichkeiten, ziehen auf der Suche nach Arbeit in die Städte. Was dazu führte, dass aus Städten Megastädte wurden. Was dazu führte, aus verschlafenen Kleinstädten blühende Industriezentren zu machen.
von 1000 Menschen aber, die auf der Suche nach grünerem Weidenland ihre Heimat verlassen, schaffen es nur ein paar hundert Arbeit und ein besseres Leben zu finden. Die meisten sind aber zu einem Leben am Rande der Gesellschaft verdammt. Ihre Zahl schwillt täglich, während die Lebensqualität in diesen Städten Grund zu großer Sorge ist. Wissen Sie, die, denen es besser geht, unter den Bauern, ziehen in andere Gegenden. Und die Menschen vom Land wandern auf der Suche nach Arbeit in die Städte ab. Auch wenn sie dort nicht viel verdienen und es keine festen Arbeitsstellen sind, zieht er sie in die Städte, weil sie glauben, nur dort eine Zukunft zu haben. Und immer lauter wird gefordert, mehr zu unternehmen, um wenigstens die grundlegendsten öffentlichen Einrichtungen dieser Riesenstädte zu verbessern. Wir müssen mit dem Problem leben, dass die städtische Einrichtungen in allen unseren Großstädten einfach überlastet sind. Sie sind ein Grund zu großer Sorge, weil viele von ihnen kein Einkommen haben und unter schrecklichen Bedingungen leben, zusammengepresst auf engem Raum, was wiederum zu einem Anstieg der Kriminalität führt, zu Prostitution, Drogengebrauch und so weiter. Das sind Probleme, die im weiteren Zusammenhang betrachtet werden müssen. Mahatma Gandhis Albtraum war der von einer mechanisierten Gesellschaft, die Indiens Landbevölkerung aus ihren Dörfern vertreiben würde. Gandhi träumte von einem Gleichgewicht zwischen Fortschritt und geistloser Konsumgesellschaft und setzte sich für die Eigenständigkeit der Dörfer ein, für die Heimindustrie wie auch die Genossenschaftsbewegung. Auch wenn die Landwirtschaft das Rückgrat der indischen Wirtschaft bildet, führte die Verstädterung der 80er Jahre, gefolgt von einer Liberalisierung der Wirtschaft in den 90er Jahren, zu drastischen demografischen Veränderungen, die auch Veränderungen des Arbeitsmarktes eines Indiens im Umbruch. Das hier war eine altindische kosmopolitische Show für Frauen, die in noch nie erlebtem Umfang die Stärke des weiblichen Geschlechts und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl demonstrieren sollte. Die Botschaft war klar: Für die indische Frau ist ein neues Zeitalter angebrochen. Aber auch nach 50-jähriger Unabhängigkeit bilden die Frauen, die sich an diesen Shows beteiligen, nur einen ganz geringen Prozentsatz der weiblichen Bevölkerung dieses Landes. Auch jetzt, nachdem ein Jahrhundert zu Ende ging und Indien sein 50-jähriges Bestehen als Republik feierte, gibt es Fragen und Probleme, die Frauen betreffen, für die noch keine Lösung gefunden wurde. Emanzipation und Ermächtigung ist für die Mehrheit von ihnen ein Prozess, der noch längst nicht abgeschlossen ist. Innerhalb der politischen Führung aber wird man sich immer stärker der Tatsache bewusst, dass es nur mittels politischer Ermächtigung gelingen wird, die Emanzipation der indischen Frau in vollem Umfang zu verwirklichen. Die Beteiligung der Frauen an der Politik dieses Landes ist seit 50 Jahren auf nationaler Ebene bei 67% festgefroren. Auf Länderebene beträgt sie sogar nur 0-3%, was so gut wie nichts ist. Wozu noch gesagt werden muss, dass man diesen Frauen die meiste Zeit entweder nicht zuhört oder ihnen der Mut fehlt, den Mund aufzumachen. Es gab aber auch einige, die dafür sorgten, dass dort, wo Entschlüsse gefasst werden, auch genug Frauen sitzen, um für sich und ihre Familien Veränderungen herbeizuführen. Frauen in Dörfern und Kleinstädten versuchen heute, sich von uralten Tabus und Vorurteilen zu befreien, die ihrer Entfaltung als Individuen im Wege stehen. Fesseln, die allmählich verschwinden, während immer mehr Frauen den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und die Initiative selbst ergreifen. Bildung hilft, alte Vorstellungen abzubauen und die Frauen vom Land dazu zu bewegen, sich aktiv an den demokratischen Prozessen des Landes zu beteiligen.
Auch wenn sie Analphabetinnen sind und alle nicht lesen und schreiben können, haben sie gemeinsam bewiesen, dass sie Vertreter des Fortschritts sein können. Die indische Frau ist mit einem gesunden Menschenverstand gesegnet. Sie hat versucht, Bäume zu schützen, Dämme, ihre Umwelt und sogar die Männer von ihrer Trunksucht zu befreien, wozu ich ihr von ganzem Herzen gratulieren muss. Das sind doch großartige Dinge. Und ich glaube fest, dass nun für sie die Zeit gekommen ist, für ihre Rechte zu kämpfen, weil das 21. Jahrhundert ihr Jahrhundert sein wird. Die größte Herausforderung aber, vor der diese Nation heute steht, ist die Bevölkerungsexplosion, die droht, in den nächsten 2 Jahrzehnten aus Indien das Land der Welt zu machen, das die meisten Einwohner hat. Und während ein neues Millennium angebrochen ist, muss sich Indien vor allem auch darauf konzentrieren, seine wirtschaftliche Entwicklung mit Volldampf voranzutreiben, um seine riesige Bevölkerung ernähren zu können. Seinen vielen Menschen Gesundheitsfürsorge und soziale Sicherheit bieten zu können, damit das Trauma, das eine sich verändernde Wirtschaftsstruktur mit sich bringen kann, abgefangen werden kann. Entwicklung. Immer eine nachbeteiligte Klasse hat, ganz besonders in einer multiethnischen Gesellschaft. Diese untere Schicht verschwindet nicht einfach mit wirtschaftlichem Fortschritt. In anderen Worten heißt es, dass auch eine 20% Wachstumsrate keine Garantie dafür ist, dass es in der Gesellschaft keine Armen und Mittellosen mehr geben wird, insbesondere in einer komplexen multiethnischen Gesellschaft. Eine Kontrolle des Bevölkerungswachstums muss ganz oben auf der Agenda dieser Nation stehen, wobei die Vergangenheit bewiesen hat, dass erzwungene Familienplanung im Großen und Ganzen keine Wirkung auf davon galoppierende Zahlen hatte. Wir waren das erste Land, das erkannte, welche Probleme ein rapides Wirtschaftswachstum mit sich bringen würde, und verabschiedeten bereits 1952 ein Programm zur Geburtenkontrolle. Bis jetzt haben wir dafür über 7500 Crore ausgegeben. Und wenn sich die Erwartungen des dritten und vierten Wirtschaftsplans erfüllt hätten, dürfte unsere Bevölkerung heute nur 800 bis 820 Millionen zählen. Bereits früh hatten die Gründungsväter der Nation erkannt, dass dieses Problem nur durch eine Bildung der Massen zu bewältigen war. Ein Problem, das von der jetzigen politischen Führung erneut mit vereinten Kräften in Angriff genommen werden muss. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir in den vergangenen 50 Jahren im Bereich Bildung völlig versagt haben und es uns nicht gelungen ist, allen Kindern dieses Landes eine Schulbildung zu ermöglichen. Das ist das größte Versagen des indischen Systems der letzten 50 Jahre. Die großen sozialen Umwälzungen, die sich auf dem Land und in den Dörfern vollzogen, führten zur Herausbildung einer neuen Klasse, die versteht, dass für sie die Demokratie auf dem Spiel steht. Ihre Kräfte zu nützen bedeutet zunächst, ihre Wünsche und Hoffnungen zu verstehen und ihnen bei ihrer Verwirklichung zu helfen. Die Vertiefung und Bereicherung der indischen Demokratie und die Erweiterung der Beteiligung des Volkes am demokratischen Prozess ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft dieser Gesellschaft in den letzten 50 Jahren. In der Tat, es gibt viele neue Formen der Gruppen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und erlaubte es Gruppen und Gemeinschaften, die bis dahin nichts zu sagen hätten, stimmenlos waren, in die Öffentlichkeit zu treten und mitzureden, was von denen, die es bis jetzt gewohnt waren, am Ruder zu sitzen, gar nicht gern gesehen wird. Während viele Experten das Erwachen dieser Klasse auf deren politische und wirtschaftliche Ermächtigung zurückführen,
vertreten andere den Standpunkt, dass die indische Mittelschicht, die gewöhnlich das intellektuelle Bollwerk und der Motor war, der gesellschaftliche Veränderungen vorantrieb, gleichgültig geworden ist und ihre Verantwortung abgegeben hat. Diese Urbanisierung, die stattfindet, eine große Menge von Leuten ist fast in diese städtlichen Bereiche und in die kleinen Städte weggebrochen. Sie haben keine andere Möglichkeit und sie benutzen den öffentlichen Sektor. Ich glaube, dass diese Leute keine Ablehnung im Kontakt mit anderen Leuten zu stehen haben. Die Zukunft Indiens liegt in solchen Orten. Sozialwissenschaftler vertreten den Standpunkt, dass sich die gesellschaftliche Weiterentwicklung vollziehen muss, ohne den grundlegenden Charakter dieser alten Zivilisation zu ändern. Sie muss materiellen Wohlstand bringen, aber gleichzeitig auf die Unantastbarkeit ihrer demokratischen Prinzipien achten. Denn es ist dieses Engagement für Demokratie, das dem indischen Experiment in den letzten 50 Jahren seinen einmaligen Charakter verlieh. Die Zukunft von fast einer Billion Menschen wird aber auch vom Fortbestand der egalitären und säkulären Tradition dieses Landes abhängen. Der pluralistische Charakter dieses Landes, seine Einheit in der Vielfalt, muss über politische Schlagwörter triumphieren, um seinen vielen religiösen und ethnischen Gemeinschaften eine Heimat bieten zu können, in der sie sich sicher fühlen. Seit vielen Jahren bereits und noch vor der Unabhängigkeit ist es dieses pluralistische Wesen Indiens, das zur Bildung dieses bunten Mosaiks führte. Die nächsten Jahre, in denen es den politischen Führern gelingen muss, die Nation von ihrer Verantwortung diesem Pluralismus gegenüber zu überzeugen, werden von großer Bedeutung sein. Sie finden es, dass die Ganges fließt und viele kleine und große Flüsse in die Ganges hineinfließen, zum Beispiel Yamuna. Wenn sich das Wasser anderer Flüsse zum Ganges gestellt, dann nennen wir das Sangam. Alle Flüsse werden zu einem Teil des Ganges. Der Ganges übt auf unsere Herzen und unsere Denken einen starken Einfluss aus, was dann in unserer Dichtung, Malkunst und anderen Dingen zu sehen ist, was alles ganz eindeutig Indiens Ethos widerspiegelt. Das großes Wert legt auf ein Miteinander der einzelnen Gemeinschaft, auf ein Verständnis füreinander, für die Bräuche und die Religion des anderen. Fünf Jahrzehnte nach seiner Unabhängigkeit ist Indien bestrebt, in globalen Angelegenheiten stärker mitreden zu können. Im Laufe der Jahre engagierte sich dieses Land ununterbrochen für internationalen Frieden und weltweite Abrüstung. Es war die Stimme der Entwicklungsländer, deren Sorgen es zum Ausdruck brachte. Heute, nachdem das Zeitalter des traditionellen Kolonialismus zu Ende gegangen ist, tauchten neue Formen des Imperialismus und der Unterdrückung auf. Dieses Land bereitet sich darauf vor, seinen rechtmäßigen Platz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einzunehmen, wobei es überzeugt ist, dass die neuen Kräfte des Neokolonialismus sich nur mit Hilfe der Vereinten Nationen bekämpfen lassen. Indien versuchte schon immer, sich eine eigene Meinung zu bilden und es ist unbedingt nötig, dass seine Stimme gehört wird im Bündnis der nicht fachgebundenen Staaten, den Vereinten Nationen und allen anderen internationalen Foren. Und wenn man dabei einen Blick auf seine Vergangenheit wirft, scheint es nur logisch, dass Indien einen Platz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erhält. Schon allein dafür, dass es ihm gelungen ist, seine Demokratie am Leben zu erhalten, weil es nur sehr wenig Länder gibt, die so vielfältig und komplex sind wie Indien und von denen das Gleiche behauptet werden kann. Und aus all diesen Gründen verdient es Indien, in den Sicherheitsrat aufgenommen zu werden.
Auf der Tagesordnung der Zukunft muss weiter die Meinungs- und Pressefreiheit stehen, die seit den letzten 5 Jahrzehnten nicht nur über gesellschaftliche und politische Veränderungen wachte, sondern sie auch wie ein Katalysator beschleunigen halfen. Aber auch die Stärkung des Gerichtswesens muss ein wichtiger Punkt dieser Tagesordnung sein, um darauf zu achten, dass es dem Militär nie gelingen wird, die Oberhand zu gewinnen. 50 Jahre nachdem dieses Land seine Unabhängigkeit erlangte und eine selbstständige Nation wurde, erkannte es, dass es Zeit ist, sich wieder an seine alten Ideale zu erinnern, die den Gründungsvätern dieser Nation als Richtschnur dienten, um das zu Ende führen zu können, was von ihnen begonnen wurde. Indiens Dienste brauchen die Dienste seiner vielen Millionen, die leiden. Heute im Atomzeitalter bleiben uns nur 2 Möglichkeiten. Entweder völlige Vernichtung und Untergang der Menschheit oder friedliche Koexistenz aller Länder untereinander. Der größte Wunsch des bewundersten, wertesten Menschen unserer Generation war, die Tränen aus einem jedem Augen zu wischen, denn solange es Tränen und Leid geben wird, auch unsere Arbeit nicht beendet sein wird.